Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MyShish. Ungewohnte Umgebung heute, das hat einen einfachen Grund. Ich wollte mal ein etwas anderes Video machen. Und zwar machen wir heute ein How to Clean Your Hookah. Ganz einfach, wir sind jetzt hier bei mir im Bad. Ihr solltet sehen, wie ich das filme. Meine Freundin steht hier auf der Wand, fällt fast runter. Das Mikro habe ich jetzt hier mal an den Schaschlikspieß gemacht. Weil, ja, ich verkabel das jetzt nicht extra, weil wir werden das folgendermaßen machen. Wir nehmen das alles hier für euch auf, wie ich die Pfeife reinige und ich spreche das dann per Voice-Over drüber, damit wir einfach einen besseren Klang haben. Weil ich denke, ja, wenn wir hier die ganze Zeit das Wasser und so im Hintergrund als Geräusche haben, ist das nicht unbedingt schön. Wir werden das jetzt so machen, ich reinige die Most Breeze, die ich jetzt schon, ja, ein paar Tage benutzt habe und nicht sauber gemacht habe. Ihr könnt das auf jede andere Edelstahlpfeife übertragen, außer natürlich eine Wooka. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich die Pfeife sauber mache. Von innen, von außen, den Schlauch, das Mundstück und vor allem die Bowl. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt hier gleich über der Wanne wieder. Bis gleich. So Leute, willkommen hier zurück über der Badewanne als erstes. Ihr seht das ganze Video in 1,5-facher Geschwindigkeit. Einfach damit das nicht so lang geht, weil, ja... Als erstes nehmen wir natürlich die Pfeife komplett auseinander und schütten mal das alte Bowlwasser raus. Ein bisschen Neues reinmachen, eine Runde durchspülen. Und dann kippen wir das auch wieder aus, stellen die Bowl erstmal wieder hin, Hände trocken. Ich benutze für die Bowl die Cookie Dent Tabletten. Das sind Gebissreiniger Tabletten. Ihr könnt dafür Zahnspangenreiniger, Gebissreiniger, alles nehmen. Ja, Geschirrspültabs gehen auch. Ich mache davon eins in die Bowl, mache dann lauwarmes Wasser rein, stelle die Bowl erstmal beiseite, damit sich die Tablette auflösen kann und ja, einfach schon mal ein bisschen wirken kann. Wie gesagt, ihr könnt dafür jeden Gebissreiniger, Zahnspangenreiniger alles nehmen. Teller spüle ich einfach nur schön mit warmem Wasser ein bisschen ab, beiseite. Und dann spülen wir hier den Kopfadapter einfach mal durch. Und das lief genauso. Ja, das habt ihr bei normalen Edelstahlpfeifen nicht. Ja, dann einfach die Rauchsäule von außen abspülen. Und Rauchsäule und Tauchrohr, wie mache ich die sauber? Ich habe da, wie ihr jetzt hier seht, so eine längliche, ja, Bürste. Die gibt es eigentlich in jedem Shisha-Shop. Die kostet auch nicht viel. Ich glaube, ich habe 2,50 Euro für bezahlt. Und damit bürste ich einfach mal das Tauchrohr von innen durch. Spüle das Ganze dann nochmal eine Runde aus, dass die Rückstände von der Bürste, die da vielleicht entstehen, weg sind. So, da es sich hier ja um eine Steckpfeife handelt, mache ich den Gummi ab, spüle dann die Rauchsäule genau nochmal so durch wie das Tauchrohr, die Base natürlich auch von oben unten. Dann nehme ich mir hier auch wieder meine Bürste und mache die, ja, Rauchsäule genauso nochmal wie das Tauchrohr durch. Spüle das Ganze dann, ja, ganz normal wieder ab, auch die Base nochmal überall durchgespült und das Ganze stellen wir dann weg. Den Gummi von der Steckpfeife machen wir auch so. Das könnt ihr beim Gewinde natürlich auch ganz normal ausspülen, wenn ihr ein Gewinde habt. Und dann der Schlauch. Ja, das mache ich eigentlich ganz einfach. Ich spüle den so einmal durch. Also ich mache das eine Ende ab vom Schlauchanschluss. Das durch, dass das vorne aus dem Mundstück wieder rauskommt, einfach dass die Molasse oder was ihr auch immer eingezogen habt, da rauskommt. Vorne dann, wo ihr quasi euren Mund ansetzt und wo die meisten oder meiste Schmutz quasi ist, mache ich das Ganze mit der Hand nochmal sauber, eigentlich das ganze Mundstück, und dann ziehe ich den Schlauch so durch den Wasserstrahl, dass alles mögliche an Dreck und Asche oder was auch immer da ist, komplett weg ist. Ja, dann nehme ich nur noch das Handtuch, trockne das alles ab und um das richtig abzutrocknen, ziehe ich den Schlauch durch das Handtuch durch und damit ist er von außen eigentlich komplett trocken und dann hänge ich ihn einfach zum Trocknen nur nochmal, ja, 2, 3, 4 Stunden auf und genauso trocknen wir jetzt quasi, ja, alles andere von der Pfeife ab. Ja, und das Abtrocknen mache ich jetzt hier mal im ganz schnellen Schnelldurchlauf, das ist ja nicht so interessant. Na, ich versuche einfach das ganz grob abzutrocknen, irgendwie in den Schlauchanschlüssen oder so. Das lasse ich dann trocknen durch, ja, durch die Luft halt einfach. In das Sleeve gehe ich ein bisschen rein mit einem zusammengeknüllten Handtuch, damit das von innen trocken wird und halt nicht mehr ganz so feucht ist. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit Abtrocknen.
Und dann bauen wir die Pfeife zusammen. Und jetzt kommen wir zum interessanteren Part, und zwar die Bowl. Dafür benutze ich eine Klobürste. Am besten unbenutzt. Ja, benutzt wäre nicht so toll. Die mache ich nass und dann gehe ich damit in die Bowl und bürste die Bowl quasi einmal richtig durch. Überall einmal rundherum gedreht, so schräg. Dreh das, da kriegt ihr halt schön die Kalkränder weg. Ja, die lösen die Cookie-Dent-Tabletten an und dann kriegt ihr das mit der Bürste super weggeschrubbt. Eure Bowl wird richtig schön sauber dadurch. Ja, das geht für eigentlich alle Bowls, außer natürlich zum Beispiel bei einer Arif, wenn ihr da so eine flache Bowl unten habt. Das könnte kritisch werden, aber ansonsten geht das für jede Bowl. Dann, wenn ihr die jetzt hochnehmt, nachdem ihr das mit dem Cookie Dent sauber gemacht habt, seid auf jeden Fall vorsichtig, weil die Bowl ist dann relativ, ja, flutschig, dass die euch nicht aus den Händen flutscht. Und dann spüle ich das einfach nur zwei, dreimal durch die Bowl, dass diese ganzen Seifenrückstände oder Cookie-Dent-Rückstände, die da noch drin sind, dass die halt einfach weg sind. Ja, das möchte ich nicht unbedingt rauchen. Und dann, ja, einfach nur noch das Bowl oder die Bowl schön trocken machen. So, bisschen abtrocknen. Und dann die Pfeife wieder zusammenbauen, dann seid ihr auch schon fertig soweit. So, nachdem wir die Pfeife dann trocken gemacht haben, logischerweise ja wieder zusammenbauen. Und dann seht ihr nochmal die Pfeife, wie sie sauber ist. Und dann kommen wir zu was ganz Wichtigem, nämlich den Kopf. Wie ihr seht, es klebt alles an der Smokebox. Ich kratze das jetzt hier einfach mit den Fingern ein bisschen ab. Ich wollte euch hier bloß den Blick in den Mülleimer ersparen. Und dann tue ich die erstmal so wieder rein, mache meine Hände. Die Dichtung nehme ich raus und ja, mache die einfach mit meinen Fingern ein bisschen sauber, dass die klebende Molasse wegkommt. Den Kopf von unten durchspülen und auch unten das Funnel oder dieses Loch sauber machen, damit die Molasse da weg ist. Dann nehme ich den Tabak und spüle den aus dem Kopf raus. Die Smokebox nochmal schön durchspülen, dass die ganze Asche raus ist. Und dann nehme ich hier so eine Spülbürste und unter fließendem Wasser, ja, bürste ich den Kopf schön aus, dass da so gut wie alle Rückstände weggehen. Wenn ihr Festgebranntes habt, könnt ihr das auch mit so einem Topfschwamm machen. Da würde ich euch aber empfehlen, das sehr, sehr vorsichtig zu machen, dass ihr die Glasur nicht zerkratzt. Mit der Spülbürste geht das sehr, sehr gut. Dann spüle ich den Kopf nochmal durch. Dann seht ihr mal, wie der dann aussieht. Sehr schön sauber. Und dann können wir den wegtun. Die Unterseite von der Smokebox machen wir jetzt nochmal nass und kratzen nochmal ein bisschen was mit den Fingern weg. Und dann nehme ich hier wieder die Spülbürste und ja, kratze das einfach so ein bisschen weg, bürste die ab. Und wenn ich das dann gemacht habe, nehme ich hier diesen, ja, Topfschwamm, wie ich schon gerade erwähnt habe, und gehe damit nochmal ein bisschen drüber. Die wird jetzt nicht 100% sauber. Das mache ich immer so, ich lasse die dann nochmal abtrocknen und nehme dann einfach eine Drahtbürste. Und mit der Drahtbürste bürste ich dann halt diesen, ja, Kalaut oder diese Smokebox nochmal von unten ab und dann gehen auch die ganzen Rückstände weg. Ja Leute, damit sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir mal ein bisschen was anderes gemacht haben und ich euch einfach mal gezeigt habe, wie ich meine Pfeifen und meine Köpfe sauber mache. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da über ein Abo, würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei MyShish.